Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Boris Fink und heute stelle ich dir die Videotags vor. Die gibt es mit Bilderall 3.0. Was sind Videotags? Was schreibt Bilderall dazu? Fügen Sie Ihren Videos in wenigen Minuten Aktionen hinzu. Passen Sie Ihre Videos an, indem Sie Bildtags mit Aktionen wie Call, E-Mail und Webseite besuchen hinzufügen. Es gibt nichts Schöneres, als Ihre Webseite zu präsentieren oder Ihre Besucher sofort mit Ihnen in Kontakt treten zu lassen. Das hört sich doch ziemlich geil an und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir gehen hier ins Bilderall Dashboard. Ich habe hier schon die Videotags hinzugefügt. Wenn du das noch nicht getan hast, dann geh bitte hier unten in der Mitte auf Installiere weitere Apps und füge hier die Videotags hinzu. Wir öffnen mal diese Webseite von den Videotags und das ist diese sehr schlichte Webseite. Hier müssen wir ein neues Projekt anlegen und das ist folgender Name. Maurice Fink Bilderall Videotag. Text. Wir können hier ein Video von YouTube nehmen oder ein vorhandenes Video von unserem Computer hochladen mit der maximalen Größe von 3 GB. Ich nehme jetzt hier mal ein Video von YouTube. Das fügen wir unserem Projekt hier hinzu. Dann wird es hier in diese Liste gepackt und wir müssen diesen Stift anklicken. Das ist hier das offizielle englische Bilderall-Video und hier wollen wir mal ein paar Tags hinzufügen. Nochmal kurz zum Menü. Über Back to Projects können wir in die Hauptwebseite von unseren Projekten gehen. Über Embed Video, da kommen wir zum Schluss zu. Hier können wir die Videos mit Twitter und Facebook teilen. Das können wir später mal machen. Und auf Save können wir unser Projekt abspeichern. Wir haben hier folgende Tags. Das ist Call, E-Mail und Webseite besuchen. Und das werden wir mal ausprobieren. Wir benutzen jetzt mal einen Call-Button. Der soll rufen Sie jetzt an. Telefonnummer kann irgendwas sein. Hätten wir jetzt hier einen Aufruf im Video mit jetzt anrufen, dann wäre es perfekt, diesen Anrufknopf zu diesem Zeitpunkt dort einblenden zu lassen. Wir können hier sogar unser eigenes Icon auswählen. Das mache ich hier mal testenshalber. Dann soll dieser Telefonhörer zu Testzwecken bei 10 Sekunden für 5 Sekunden auftauchen. Ich mache jetzt mal den Nötigen Sie Hilfe. Das ist jetzt und dann klicken wir unten rechts auf Done. Dieser Tag ist jetzt bei 10 Sekunden vorhanden. Wir müssen hier mal testenshalber auf Play drücken, damit das Video geladen wird. Und wenn ich jetzt hier 10 zur 10 Sekunden Marke springe, dann wird hier unser Button angezeigt. Hier unten gibt es einen kleinen Reiter bzw. einen kleinen Schieberegler. Wenn wir den größer, wenn wir hier raufklicken, können wir es Bild vergrößern oder halt nach links verkleinern. So, hier ist einfach nur spaßenshalber, weil es hier dieses witzige Video gibt, habe ich das jetzt hier so benannt. Wenn wir dann auf Play drücken, für 5 Sekunden erscheint dann unser Tag und bei 15 Sekunden ist der dann weg. Circa bei Sekunde 20 geht es um das Thema Webseiten. Deswegen schreiben wir hier mal 20 Sekunden oder Starttime 20 Sekunden und 25 ist jetzt erstmal vorbei. Und hier besuchen Sie unsere Webseite. Kann man natürlich alles kürzer fassen. Wir nehmen jetzt hier mauricefink.de und drücken hier auf Done. Wir sind ja noch bei Sekunde 16. Wir gehen jetzt mal zu Sekunde 20. Hier in die Website. Und dann wäre hier direkt unser Button. Den können wir dann natürlich hier rechts hinschieben, sage ich mal. Und dann können wir das genau abgepasst auf das Video unsere Buttons anklicken. Und der Mensch reagiert dann höchstwahrscheinlich impulsiv und klickt den auf unsere Webseite, wie wir es gleich mal testen werden. So, wenn er uns noch eine E-Mail schreiben soll, das soll er jetzt von Sekunde 25 und das soll er gerne bis zum Ende des Videos tun. E-Mail. Oder schreiben wir hier Kontakt rein. Machen wir hier einen Brief sozusagen. E-Mail-Adresse. kontakt@maurice-fink.de. So, wenn wir das Video jetzt mal laufen lassen, bis Sekunde 25, dann normalerweise sollte die Webseite jetzt ausgeblendet werden. Duration 25 Sekunden habe ich eingetragen. Naja, dann ist ja alles doch richtig. Und unser Kontakt, ja, lasse ich mal hier oben hier rechts in der Ecke, mach mal ein bisschen kleiner, nur dass es nicht zu sehr stört.
So, und wenn wir jetzt hier dieses noch ein bisschen länger laufen lassen, dann sehen wir in 25 Sekunden, dass das hier bei 45 Sekunden weggegangen ist. Die besuchen Sie unsere Webseite und das Kontaktfeld, das ist weiterhin vorhanden bis zum Ende dieses Videos. So, und das ist hier eine ziemlich coole Sache. Wenn wir hier ein gutes Verkaufsvideo haben, dann ist das perfekt für diesen Videotag. Und wir können den Besucher auffordern, uns eine E-Mail zu schicken, uns anzurufen oder unsere Webseite zu besuchen. So, das Ganze speichern wir jetzt mal. Gespeichert. Wir testen hier mal diesen ersten Code aus. Den öffnen wir mal hier in neuem Tab. Genau das, die gleiche Vorschau. Bei 10 Sekunden kommt hier dieser Aufruf für das Telefon, dass er uns anrufen soll. Wenn ich jetzt hier raufklicke, wird mein Computer versuchen, die Telefonnummer anzurufen, aber da ich keine App habe, funktioniert es bei meinem Computer nicht. Für Leute, die ein Softphone haben, würde der jetzt hier meine Telefonnummer versuchen zu wählen. Hier müsste man natürlich plus 49 noch anstatt der 0 benutzen. Und wenn wir jetzt hier mal bis Sekunde 20 warten, dann werden wir auch sehen, dass das mit der Webseite funktioniert. Hier die Webseite, besuchen Sie unsere Webseite. Zack, meine Webseite wurde hier korrekt aufgerufen. Und wenn wir jetzt noch hier ein bisschen später gucken, dann wird auch hier mein E-Mail-Programm aufgemacht und das sieht auch alles perfekt aus. Jetzt können wir noch uns den Tag oder das Iframe kopieren, wo das Video eingebettet ist. Und wenn wir jetzt hier in unserem Editor sind, dann gehen wir hier links auf das Plus, dann auf Apps, dann auf HTML hinzufügen. Und diesen Kasten müssen wir ein bisschen größer ziehen, weil das Video recht groß angezeigt wird. Und dann fügen wir hier unser Video-Tag-Skript Iframe ein. Das ist eine gute Größe. Und dann klicken wir mal hier auf Speichern und veröffentlichen. So, ich lade mal meine Webseite im Opera neu. Und hier unten müssten wir dann gleich das Video sehen. Da ist es. Das ist unser Video. Wenn wir jetzt hier nochmal kurz testen. Hier muss man leider zweimal auf Play klicken. So, hier konnte ich das Video jetzt starten und mal gucken, wann der Telefonhörer auftaucht. Und bis Sekunde 20 wird dann unsere Webseite hier aufgerufen. Wir suchen unsere Webseite, klicken wir auch nochmal rein. Funktioniert auch tadellos. Jo, das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Tool, was mit Builderall 3.0 hier veröffentlicht wurde. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der seine Verkäufe ankurbeln möchte, dieses Tool zu nutzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn du Interesse an Builderall hast, kannst du dir unten in der Beschreibung meinen Link anklicken und dann kannst du dir einen 7-Tage-Test-Account erstellen. Wir sehen uns in den nächsten Videos.